Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 85, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der FDP, Großer Frankfurter Bogen und so weiter und so fort. Wer macht denn das? Wer meldet das sich noch nicht, aber sei so lieb. Jürgen Lenders hat das Wort. Bitte sehr. Ja, wer ist auch älter mit einer Meldung? Ne? Mach weiter. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kleine Anfragen dienen dazu, dass Abgeordnete in Sachverhalten stärker reinkommen, dass man ab und zu auch mal die Landesregierung ärgert. Aber die Kleine Anfrage ist ein Instrument eines Abgeordneten, was mittlerweile von der Landesregierung nahezu konterkariert wird, abgesehen von Fristen, die weit überschritten werden. Aber dass bei dem Eingang der Beantwortung der Kleinen Anfrage beim Abgeordneten genau im Moment die Pressemitteilung des Ministers rausgeht, ist hier schon eine Stillosigkeit ohne Ende. Herr Minister Al-Wazir, ich will mich mit Ihnen aber nicht über Stilfragen unterhalten, sondern auch tatsächlich über die Frage, wie man mit dem zentralen Instrument im Wohnungsbau umgeht, das Sie hier ja breit medial verkauft haben, mit dem großen Frankfurter Bogen, das zentrale Instrument, um der Wohnungsknappheit und damit steigenden Mieten im Rhein-Main-Gebiet zu begegnen, meine Damen und Herren. Und das Ziel, Sie sagen eigentlich immer Potenzial, ich würde das aber doch auch eigentlich mit Ziel beschreiben, 200.000 Wohnungen im Gebiet des Frankfurter Bogens zu heben. Dafür haben Sie, das haben Sie ja angekündigt, 200.000 Wohnungen sollen sich mit diesem Projekt verbinden lassen. Ja, meine Damen und Herren, kleine Anfragen, dann, wenn eine Landesregierung einem Abgeordneten etwas nicht beantworten will, verweist sie entweder auf ihre Nichtzuständigkeit oder gibt einem Zahlen, die am Ende kaum aussagefähig sind. Aber wenn man sich die Projekte dann mal genauer anschaut, die in der Kleinen Anfrage dann beantwortet worden sind, und wenn ich mir das dann mal die Mühe mache, mal die Wohnungen hochzurechnen, die sich tatsächlich damit verbinden lassen, meine Damen und Herren, wenn ich sehr wohlwollend bin und unterstelle, dass alle die jetzt aufgeführten Maßnahmen innerhalb von einem Jahr realisiert werden könnten, was wirklich schon sehr optimistisch ist, meine Damen und Herren, brauchen wir 40 Jahre, um das Ziel von 200.000 Wohnungen zu erreichen. 40 Jahre. 40 Jahre. Meine Damen und Herren, und selbst wenn ich all die Gemeinden noch mit reinnehme, die ja noch anstehen, die sich noch nicht entschieden haben, und sage, auf einen Schlag sind die alle dabei, dann kann man vielleicht, wenn es gut geht, auf 25 Jahre verkürzen. Herr Staatsminister Al-Wazir, selbst im Wohnungsbau, selbst in der Wohnungsbaupolitik sind 25 Jahre eine verdammt lange Zeit und keine Perspektive für die Menschen, die eine günstige Wohnung suchen. Und das hat einen Grund. Es hat einen Grund, warum das so lange dauert, warum Sie dann mit Ihrem Projekt nicht vorankommen. Weil Sie es mit politischen anderen Zielen, den Wohnungsbau, überfrachtet haben. So wie Sie das Korsett geschnürt haben, wollen Sie den Klimawandel, die Energiewende, die Verkehrswende gleich mit behandeln. Dass Sie beim Wohnungsbau ganzheitlich denken und auf Verkehr mitdenken, ist durchaus gut. Aber dass Sie das so ein großes Rad drehen wollen bei dem Frankfurter Bogen, macht es für Sie quasi unmöglich. Deswegen werden Sie mit dem Projekt Großer Frankfurter Bogen scheitern. Und das ist keine Frage von Bürokratie, die hier im Wege stehen würde. Das ist eine politische Frage. Es ist eine politische Frage, ob ich den Wohnungsbau vorantreiben will und den Schwerpunkt darauf lege oder mit anderen politischen, durchaus nachvollziehbaren Gründen auch noch überfrachte. Das ist das Problem.
Das ist eine politische Frage, keine bürokratische. Meine Damen und Herren, wenn Sie wirklich Fahrt aufnehmen wollen, dann müssten Sie sich da mal von lösen, dass es nur die Schienenmagistralen sind. Öffnen Sie das Projekt Frankfurter Bogen eben auch für Gemeinden, die z.B. an Verkehrsinfrastruktur der Straße liegen. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt dem Individualverkehr das Wort. Warum soll denn nicht ein Expressbus z.B. so ein Wohngebiet verbinden? Warum denn nicht? Ist es das Problem, dass der Räder hat? Oder ist es das Problem, dass er einen Antrieb hat, der Ihnen nicht gefällt? Beim Antrieb können wir uns darüber unterhalten. Warum denn nicht so eine Expressbuslinie elektrogetrieben oder mit Wasserstoff? All das ist heute technisch möglich. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Meine Damen und Herren, warum denken Sie nicht darüber nach, wenn das Potenzial 30 Minuten es nicht hergibt, Herr Wagner? Es ist klar, ist klar. Herr Wagner, ich habe ja auf Sie gewartet. Sie sind mal wieder peinlich erwischt. Also meldet sich der Fraktionsvorsitzende mit Zwischenrufen zu Wort. Es funktioniert. Da kann man die Uhr nachstellen. Herr Kollege Lenders, Sie müssen zum Schluss kommen. Dann öffnen Sie den Frankfurter Bogen für andere Gemeinden. Öffnen Sie den auch über den Radius von 20 km hinaus. Und denken Sie daran, die Baulandoffensive, die ein zentraler, wichtiger Punkt ist, so wie Sie sie organisiert haben, kann sie nur eine Krücke sein. Sie dürfen die Privaten nicht länger aussperren bei der Frage, wie ich Wohngebiete, wie ich auch Stadtentwicklung vorantreibe. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Elke Barth, SPD-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Mehr als die Hälfte aller hessischen Kreise hat eine unterdurchschnittliche Wohnungsversorgungsquote, und in den großen Städten ist es besonders dramatisch. Und die Zahl geförderter Wohnbestände sinkt weiter. Das sind die Wohnungen, die gerade im Ballungsraum überhaupt noch erschwinglich sind. Rund 95.000 Wohnungen, geförderte Wohnungen gab es in 2016, 85.000 in 2017 und 80.000 waren gerade noch im Jahr 2018 vorhanden. Minus 7,9% im Mittel in diesen drei Jahren. Das sind übrigens auch alles aktuelle Zahlen aus dem Wohnraumförderbericht 2020. Um steigenden Mieten zu begegnen, gibt es jetzt also den großen Frankfurter Bogen. Doch ist es wirklich ein großer Frankfurter Bogen? Die Ausführungen von Jürgen Lenders haben gut dargestellt, dass es sich in Wirklichkeit mal wieder um Ankündigungspolitik handelt, Mittelreservierung, aber viel passiert ist noch nicht. Woran liegt das? Es liegt daran, dass immer dann, wenn Sie generös Geld verteilen, genau bestimmen wollen, wie. 30 Minuten zum Frankfurter Hauptbahnhof. Erste Bedingung. In meinem Wahlkreis, wo im Usinger Land die Mieten zum Teil schon genauso steigen wie im Vordertaunus, ist genau in Friedrichsdorf Ende Gelände. Und selbst wenn eine Stadt das dann erfüllt mit diesen 30 Minuten, dürfen die Wohnungen dort auch wiederum nur 1 Kilometer vom nächsten Bahnhaltepunkt entstehen. Das heißt, meine Heimatkommune ist zwar antragsberechtigt, aber nicht alle Stadtteile. Völliger Quatsch, wenn diese gut mit dem Bus angebunden sind. Und zudem gibt es die Förderung auch nur, wenn die eingesparten Mittel wiederum in Mobilisierung weiterer Wohnbauflächen gehen. Was aber, wenn erst einmal nichts da ist? Ja, und dann, meine Damen und Herren, muss man ja auch noch Glück haben.
ob Ihre lokalen Parteimitglieder bei den GRÜNEN vor Ort nicht dagegen sind. Am Samstag war ein hervorragender Artikel in der FAZ, wer ihn gelesen hat, unter uns Cityförstern, wo sehr treffend beschrieben wurde, dass sich zwar alle Parteien offiziell für bezahlbaren Wohnraum stark machen, dies aber in Anbetracht ihres lokalen Handelns vor Ort dann doch oft nur, Zitat, Heuchelei sei. Ich zitiere, auf die Spitze treiben es die GRÜNEN, die gegen jedes größere Projekt sind, sei es in der City oder auf der sogenannten grünen Wiese. Bei den günstigen Mietwohnungen, für die sie sich einsetzen, muss es sich um Luftschlösser handeln. Zitat Ende. Wobei eine weitere Passage dieses hervorragenden Artikels von Matthias Alexander möchte ich Ihnen auch noch vorlesen. Die CDU blockiert noch entschiedener als zuvor jene Neubaugebiete, die ihren Stammwählern in den nördlichen Stadtteilen zu nahe kommen. Und die GRÜNEN sorgen dafür, dass es in den gründerzeitlichen Stadtteilen, in denen ihre Klientel residiert, nicht weitergeht. Zuletzt hat ihre Basis sogar ein fast fertig geplantes ökologisches und soziales Musterquartier in ihrer Hochburg Nordend abgeschossen, weil dafür ein paar verwilderte Freizeitgärten geopfert werden sollten. Gemeint, liebe geschätzte Kollegin Martina Feldmeier, sind die Güntersburghöfe. Hierzu hat uns übrigens der Bund Deutscher Baumeister, uns Abgeordneten, im Februar geschrieben, die aktuelle Entwicklung zu den Güntersburghöfen zeigt, wie das Vertrauen in einen Planungsprozess, der in guter Absicht alles einbezieht, erschüttert werden kann. Vielleicht nehmen Sie das noch einmal mit zu Ihren grünen Parteifreunden nach Frankfurt, oder wurden Sie dort etwa gerade fürs Nichtbauen gehypt? Nein, meine Damen und Herren, wer Wohnungspolitik zum Erfolg führen will, muss viele Instrumente bedienen, und er muss es auch wirklich wollen. Auch einmal regulieren, wie das längst überfällige Zweckentfremdungsverbot. Und wenn schon bauen, muss man auch das Rückgrat haben und der eigenen Klientel auch einmal die Verschattung ihrer schönen Balkons in den Gründerzeitvillen zumuten. Mit Ihrem großen Frankfurter Bogen ist es leider nicht weit her. Daher danke an Jürgen Lenders, das heute einmal thematisiert zu haben. Unterstützen sollten Sie die Kommunen, aber hören Sie auf mit dieser Gängelei und setzen Sie bitte mehr auf Handeln als auf Marketing. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Das Wort hat der Abg. Dimitri Schulz, AfD-Fraktion. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen! Sämtliche Parteien links der Mitte, und leider gehört auch zunehmend die CDU dazu, wollen den Wohnungsmarkt in den Ballungszentren unbedingt attraktiver gestalten. Dass der Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet jetzt schon enormen Druck ausgesetzt ist, das ist diesen Parteien egal. Und dass sie dadurch Landflucht begünstigen, ist diesen Parteien ebenso egal. Wenn die Landesregierung wirklich am Wohl des ganzen Landes Hessen interessiert wäre, müsste ihr Ziel eigentlich lauten, den Lebensraum hinter dem sogenannten Frankfurter Bogen attraktiver zu machen. Dadurch würde die Situation im Rhein-Main-Gebiet tatsächlich entspannt werden, und die Zuzugswilligen hätten keine so große Motivation mehr, ihren Lebensmittelpunkt in das Gebiet zu verlegen. Sie machen genau das Gegenteil. Was sie tun, ist eigentlich nichts anderes als eine Nachverdichtung des Rhein-Main-Gebietes. Grundsätzlich sind wir als AfD für Wohnungsbau,
vor allem jenseits der urbanen Zonen. Jedoch gibt es zwei Dinge, die aus unserer Sicht das ganze Projekt ad absurdum führen. Erstens will die Landesregierung alles auf die betroffenen Kommunen abwälzen. Ihr Plan ist, einen Teil der Kosten zu übernehmen, damit Kommunen Bauland ausweisen und die Planung durchführen. Das wird aber ganz unverweigerlich zu einer völlig asymmetrischen Entwicklung in den jeweiligen Kommunen führen. Es gibt Kommunen, die jetzt bereits Baugebiete ausgewiesen haben und solche, die noch nicht damit angefangen haben. Die unterschiedlichen politischen Machtverhältnisse in den jeweiligen Kommunen tragen dazu bei, dass diese Schieflage weiter verstärkt wird. Ich möchte in diesem Kontext auch an etwas erinnern, das wir nur dank der FDP und ihrer Kleinen Anfrage wissen. Die Landesregierung hat doch ernsthaft ein Potenzial von 200.000 Wohnungen genannt, ohne überhaupt zu wissen, wie viel Bauland es in den Kommunen innerhalb des Frankfurter Bogens gibt. Mein zweiter Punkt ist folgender. Die jetzige Situation wird sicherlich noch weiter dadurch verschlimmert, dass sich die immer weiter vergrünende Landesregierung auch im Bereich Wohnungsbau von purer Ideologie leiten lässt. Glauben Sie denn, dass erst ein staatliches Projekt nötig ist, damit an Bahnliniennähe gebaut wird? Das ist ohnehin der Fall. Dafür braucht man keine Direktiven aus der Politik. Was Sie tun sollten, ist vor allem zusätzlich zum ÖPNV auch die Hauptausfallstraßen der Ursprungsstädte und die Haupteinfallstraßen der Zielstädte auszubauen. Diese Maßnahmen kämen dem ländlichen Raum und seinen Menschen zugute. Da das aber nicht Ihre Wählerschaft der GRÜNEN ist, werden diese Menschen von Ihnen und Ihrem grünen Verkehrsminister vernachlässigt. Durch Ihren Drang, aus Wiesbaden die ganze Welt zu retten, wird den ohnehin wenigen Bauwilligen das Leben zur Hölle gemacht. Durch etliche neue Maßnahmen und Regelungen ist das Bauen so teuer geworden, dass man inzwischen von Luxus sprechen muss. Und nur die völlig unverantwortliche Niedrigzinspolitik der EZB sorgt dafür, dass Sie damit durchkommen. Wir als AfD fordern die Landesregierung dazu auf, dass sie nicht nur im Frankfurter Bogen Wohnungsbau fördert und erleichtert. Und wir unterstützen den Vorstoß der FDP, der die Senkung der Baukosten zum Ziel hat. Hören Sie auf, immer nur Ihr Klientel zu bedienen, und machen Sie endlich Politik für das ganze Land Hessen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat die Frau Abg. Förster-Heldmann. Hildegard, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Vorlagen haben Sie gerade geliefert. Der Herr Lenders redet eine Rede, als wäre sie aus dem letzten Jahrhundert, als hätte er in den ganzen Jahren noch nichts dazugelernt. Frau Barth redet eine Rede, als ob wir nicht in jedem Plenum mindestens ein Thema zum Thema Wohnungsbau hätten. Und da will ich jetzt mal aufs eigentliche Thema kommen, nämlich den Frankfurter Bogen. Es ist ein Teil der Wohnungspolitik, die wir in Hessen vorangetrieben haben seit 2013, zuerst mit Priska Hinz und jetzt mit Tarek Al-Wazir. Und es gab noch nie so viel Geld in dem System, und es gab noch nie so viele Aktionen in diesem System. Das mal zum einen. So, und jetzt will ich Ihnen mal ein Beispiel dafür geben. Erstens mal, es ist wichtig, und gerade für die Kommunen, es ist wichtig, dass wir zum ersten Mal Maßnahmen ermöglichen, Initiativen vorbereiten, Anregungen geben, entlang der Schiene Nachverdichtung zu ermöglichen. Weil natürlich ist es so, dass es manche Kommunen nicht den Mut haben, wie viele andere, wie z. B. mein Oberbürgermeister, der ist vor Mut kaum zu
halten. Aber es gibt auch andere, die sind ein bisschen verzagter. Und für die ist natürlich dieser Ansporn genau richtig. Gerade für die kleinen Kommunen und die Gemeinden ist es genau richtig. Und wenn wir von Ressourcen von 200.000 Wohnungen reden, dann ist es eine Ressource, eine Ermöglichung. Heißt nicht, dass es nächstes Jahr alles umgesetzt werden muss. Heißt aber, wir setzen etwas in Gang. Und das ist doch wichtig. Wir haben nicht die Hände in den Schoß gelegt und geguckt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn die GRÜNEN vor 35 oder 40 Jahren gesagt hätten, wir schaffen nie den Atomausstieg, dann hätten wir ihn heute noch nicht. Wir haben gesagt, wir halten daran fest. Und so wie wir an einem Atomausstieg festgehalten haben, halten wir auch an der Wohnungsbaupolitik fest. Das mal ganz kurz. Wichtig ist, dass Anregungen geschaffen werden und z.B. die städtebaulichen Wettbewerbe. Städtebauliche Wettbewerbe ermöglichen kreative Ergebnisse in den einzelnen Bereichen. Das ist erst einmal. Und sie kosten natürlich Geld. Und auch das ermöglicht der Frankfurter Bogen. Jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Da gab es noch keinen Frankfurter Bogen. Ist aber ein schönes Beispiel. Gehen Sie doch einmal nach Offenbach in die Hafen City. Da ist ein Sozialwohnungsbauprojekt, das ohne Kreativität, was ohne Ideenreichtum überhaupt nie hätte entstehen können. Es ist jetzt einer der attraktivsten Standorte. Und genau das ist der Inhalt des Frankfurter Bogens, genau diese Kreativität herauszufordern an den unterschiedlichen Standpunkten. Und dann will ich noch einmal etwas sagen. Es wurde von irgendjemandem, ich habe den Namen vergessen, heute erwähnt, hinter dem Frankfurter der Bogen gäbe es keine Attraktivität mehr. Ja, über was haben wir gestern den ganzen Tag geredet? Über die Attraktivität des ländlichen Raums. Was macht denn Priska Hinz, die Attraktivität des ländlichen Raums erhöhen? Ja, das gehört alles zusammen, auch wenn Sie es nicht gerne hören wollen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, haben wir etwas gelernt aus der Vergangenheit, ja oder nein? Bei den vorhergehenden Reden hatte ich das Gefühl, wir haben nichts gelernt. Ich weiß aber, wir haben eine ganze Menge gelernt, und die Kommunen sind wesentlich schlauer als Teile dieses Parlaments. Es geht nämlich darum, aus diesen Siedlungsbemühungen in der Nachkriegszeit heute das Kreative herauszuziehen und neue Quartiere zu schaffen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Entscheidung der Frankfurter GRÜNEN zu diesem einen Projekt war nicht gut. Das ist meine feste Überzeugung. Aber gucken Sie doch mal nach Frankfurt, wie viele andere Projekte die noch aufgesetzt haben. Also ganz so ist Ihre einseitige Meinung doch kommt nicht zum Tragen. Beim Frankfurter Bogen gibt es einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die partnerschaftliche Verbindlichkeit, die die Kommune mit Land Hessen herstellt. Die Ermöglichung der städtebaulichen Wettbewerbe habe ich schon beschrieben. Und wenn man sich überlegt, was bedeutet eigentlich städtebaulicher Wettbewerb in der Konsequenz, es ist auch ein Teil der Bürgerbeteiligung. Sie schaffen eine Möglichkeit, ein Projekt aufzusetzen, was sozusagen breit diskutiert wird, was über den Wettbewerb viele, viele kreative Einlassungen ermöglicht und was ein Ergebnis ermöglicht, wo verschiedene Anforderungen dann auch zum Tragen kommen. Und das ist doch das Wichtige dabei. Und dass wir jetzt eine Initiative, und ich sage es noch einmal, eine Initiative von vielen, die wir hier in Hessen zum Wohnungsbau machen, eine Initiative, die eine ganz gezielte eine Zielrichtung hat, nämlich die Verdichtung, die Nachverdichtung, Innenverdichtung vor Außenentwicklung hier im Frankfurter Rhein-Main-Raum hat. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. So, und dazu gibt es keine Alternative, liebe Kolleginnen und Kollegen, und schon gar nicht die Hände in den Schoß legen und zu sagen, so geht es nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE.
Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ganze Elend schwarz-grüner Wohnungspolitik in diesem Land, das lässt sich nicht nur an dem sogenannten Frankfurter Bogen aufzeigen, sondern es wurde in der Rede der Kollegin Förster-Heldmann hier noch einmal eindringlich und eindeutig dargelegt. So viel Beschönigung, so viel Lobhudelei, so viel Wegreden und so viel Profilieren und so viel Ablenkung von den Wohnungsproblemen und von dem Versagen von Schwarz-Grün wie in dieser Rede habe ich hier im Plenum selten erlebt. Und man erlebt hier so einiges, meine Damen und Herren. Erstmal ist es natürlich völlig richtig, die Wohnungsfrage in der Rhein-Main-Region tatsächlich regional anzugehen. Und gerade in Zeiten des Klimawandels ist es auch absolut sinnvoll, das Kriterium einer ÖPNV-Anbindung und auch einer S-Bahn-Anbindung zu nutzen. Und an die Kollegen der FDP mit dem Fetisch für den Straßenbau jetzt noch einmal in der Wohnungsfrage zu kommen, das ist dann nicht einmal mehr der Holzweg, das ist der Betonweg. Also diese Vermischung, die funktioniert nicht so richtig. Woran es aber bei dem Programm, beim sogenannten Frankfurter Bogen seit Beginn völlig fehlt, ist mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den strukturellen Ursachen der Wohnungskrise in Frankfurt im Rhein-Main und eine Ursache, die ja von der Politik immer befeuert wird, statt sie zu bekämpfen. Und das gilt, und ich will das mal konzeptionell hier so formulieren, es gilt dabei, diese ungebrochene Standort- und Wettbewerbspolitik zugunsten von Frankfurt, die gerade diese Landesregierung ja seit Jahren und Jahrzehnten ohne Rücksicht auf Verluste betreibt, mal infrage zu stellen. Der Ausbau des Flughafens, das Werben um Brexit-Banker, immer neue Finanz- und Tech-Unternehmen, roter Teppich für Privatinvestoren, all das, der bewusste Verzicht auf wichtige Maßnahmen gegen spekulativen Leerstand, Wohnraumzweckentfremdung und steigende Mieten. Und das zeigt doch, dass die Politik allen halber weiterhin an dem Preis von überkommenen Dogmen festhält. Wir nennen das kapitalistischen Wachstumsfetisch. Über Begrifflichkeiten kann man streiten. Aber die Folgen sind sozial und ökologisch verheerend. Und es sind die Folgen, die die Politik in Frankfurt in der Rhein-Main-Region und letztlich auch in ganz Hessen hat. Und diese Politik ist dafür verantwortlich, dass es immer mehr Zuzug gibt, dass es steigende Immobilienpreise gibt, dass Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen Frankfurt sich überhaupt nicht mehr leisten können, ins Umland verdrängt werden. Das ist das eigentliche Problem. Sie befeuern mit Ihrer Politik das, was Sie gleichzeitig bekämpfen zu versuchen. Und das, meine Damen und Herren, das kann nicht funktionieren. Darüber reden Sie bei Ihrer Werbetour beim Frankfurter Bogen aber mit keinem Wort. Stattdessen wollen Sie den Wohnungsbau außerhalb von Frankfurt fördern. Damit bekämpfen Sie die Symptome der Krise, aber nicht die Ursachen. Und Sie legen nahe, dass sich Menschen, die sich Frankfurt nicht mehr leisten können, doch in Zukunft außerhalb von Frankfurt wohnen sollen. Und deswegen sagen wir, Schluss mit einer solchen neoliberalen Standorts- und Wettbewerbspolitik. Wir fragen, wo sind eigentlich die Grenzen des Wachstums für die Rhein-Main-Region? Wir sagen, Schluss mit Mietenwahnsinn, mit Verdrängung. Alle Menschen sollen in Frankfurt leben können, die das wollen. Nicht nur die Reichen haben ein Recht auf Stadt, meine Damen und Herren. Und an der Stelle, weil die Kollegin Barth von der SPD es an dieser Stelle noch einmal gesagt hat, ich glaube, es ist falsch, wenn man die soziale und ökologische Frage gegeneinander ausspielt. Man muss diese Frage zusammendenken. Und ich finde es doch ein bisschen bedauerlich, dass ausgerechnet die SPD ein Projekt gut findet, bei dem hunderte Luxuswohnungen entstehen sollen, die niemand in Frankfurt braucht, außer ein paar profitorientierte und börsennotierte Investoren wie Instone Real Estate. Die freuen sich über solche Entwicklungen. Ich finde das ehrlich gesagt absurd. Und liebe Kollegin Barth, ich lese auch gern die FAZ, aber man sollte nicht alles glauben, was da in der FAZ steht. Ja, und man kann und muss die Grünen auch in Frankfurt und in Hessen für ihre Doppelmoral kritisieren. Da bin ich voll dafür. Aber man sollte deswegen die Güntersburghöfe nicht gut finden. Also,
Kommen wir mal zu dem Wohnungsbau zum Ende. Was wir wirklich brauchen, das wäre öffentlicher Wohnungsbau. Der findet nicht statt. Die Zahlen in der Debatte sind genannt worden. In den nächsten Jahren sollen noch einmal im Rhein-Main-Gebiet 6.000 Wohnungen wegfallen. Deswegen sage ich anlässlich dieser Aktuellen Stunde der FDP zum Schluss. Die FDP und die Liberalen sind in der Wohnungsfrage häufig nicht einer Meinung. Die FDP setzt auf den Markt und bauen, bauen, bauen. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen Mietpreise deckeln. Wir wollen Wohnraumzweckentfremdung, Mieterinnen und Mieterinnen schützen. Wo wir uns aber einig sind, ist, der große Frankfurter Bogen, der ist bisher nicht mehr als eine PR-Nummer und geht an den wirklichen Ursachen der Probleme vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu so früher Stunde eine so engagierte Diskussion ist schön, habe ich nicht erwartet, obwohl wir wissen aus der Vergangenheit, dass das Thema Wohnen ja in fast jedem Plenum hier engagiert und von allen Seiten diskutiert wird. Aber um was geht es eigentlich? Wenn ich Kollege Lenders richtig verstanden habe, war der Anlass für diese Aktuelle Stunde seine Verärgerung darüber, dass es Anfragen gibt, die beantwortet werden, für die man sich ausreichend Zeit nimmt für die Beantwortung und das Ganze dann auch mit einer entsprechenden Pressemeldung begleitet. Und das ist auch das, was Kollege Lenders im Ausschuss schon vorgetragen hat, was ihn ärgert. Und deshalb diskutieren wir heute an einem Thema Wohnungsbau und machen die Grundsatzdebatte wieder auf. Und ich will zur Grundsatzdebatte sagen, zu dem, was Herr Kollege Schalauske in seinen unterschiedlichen Ansichten von Fetig, das will ich weiter gar nicht bewerten, aber Herr Schalauske, wir haben tatsächlich einen völlig unterschiedlichen Blickwinkel darauf, dass wir sagen, Stillstand ist Rückschritt. Das, was Sie wollen, ist Stillstand. Wir glauben, dass diese Region, dass diese Metropolregion als Herzmuskel Hessens weiterhin auch Zuzugsregion sein wird, weil sie attraktiv ist, weil sie Arbeitsplätze bietet, weil sie Zukunft bietet, weil sie Perspektiven bietet, weil sie mit den Universitäten eine gute Bildungspolitik bietet. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Metropolregion Frankfurt, dass Hessen weiterhin ein Zuzugsstandort sein wird. Und darauf richten wir unsere Politik aus. Das heißt, wir brauchen Wohnungsbau. Das ist das, was wir immer wieder sagen. Und wenn wir Wohnungsbau sagen, dann bedeutet das, dass wir die Kommunen mit im Boot haben müssen. Denn das Land selbst hat keine Flächen oder nur ganz wenige, die in dem Wohnungsbau oder dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Das Polizeipräsidium zum Beispiel eines davon. Aber das Land selbst ist kein großer Akteur in diesem Spiel. Wir brauchen die Kommunen. Frau Barth hat die Stadt Frankfurt angesprochen. Die Stadt Frankfurt als Beispiel hat im letzten Jahr eine große Fläche in die Diskussion gebracht, die in der Region unterschiedlich bewertet wurde. Schaut zum Kollegen Naas, der aus unmittelbarer Nachbarschaft von Steinbach eine andere Position eingenommen hat als die der Frankfurter. Daraus zu vermitteln, daraus einen Konsens zu finden, das ist Regionalpolitik. Und jetzt will ich auch in Richtung der SPD sagen, auch in Richtung des von mir durchaus geschätzten Kollegen der SPD in Frankfurt. Das war ein Fehler im Aufmarschplan. Eine solch große Fläche in die Diskussion zu bringen, ohne vorher mit der Region darüber zu reden, ohne einen Ansatz mit der Region über den Austausch der Frage des Ausgleichs in dieser Wohnungsbaufrage zu suchen, war ein Fehler. Und das hat sich gerecht. Und dennoch, glaube ich, hat die Region verantwortungsvoll ein Angebot gemacht, um Flächen zur Verfügung zu stellen. Und genau darum geht es. Wir müssen an der Seite der Kommunen Instrumente entwickeln, die sie zu der Bereitschaft bringen, weitere Neubauflächen zu entwickeln. Denn eines ist klar, die ganze Diskussion, die wir hier geführt haben, über den Mangel an Wohnraum, über die hohen Mietpreise, da sind wir uns einig, dass die Steigerung der Mietpreise in den letzten Jahren und nicht nur der Mietpreise, sondern auch der Kaufpreise, dass die Steigerung in den letzten Jahren irgendwann eingedämmt werden muss, darüber sind wir uns einig, glaube ich, quer in diesem Haus. Aber das schaffen wir nicht, indem wir die schützen, die jetzt schon da drin sind, sondern das schaffen wir nur, indem wir ein Ventil lösen mit dem Neubau von Wohnungen. Und dafür brauchen wir Kommunen. Das genau ist der Ansatz des Frankfurter Bogens, dass wir auf die Kommunen zugehen, dass wir in der Analyse zugehört haben, was sind die Hemmnisse,
Was sind denn die Hemmnisse der Kommunen, dass sie Flächen nicht entwickeln können? Das sind auf der einen Seite rechtliche Hemmnisse, das sind aber auf der anderen Seite auch, und viele die Kolleginnen und Kollegen, die in den kommunalen Parlamenten vielleicht auch noch vertreten sind, wissen, dass in den vergangenen Jahren sich Folgekosten von Wohnungs- oder von Neubaugebieten deutlich verändert haben im Vergleich vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Wir haben beispielsweise durch die Betreuung in den Kindertagesstätten einen viel höheren Anteil von sozialen Kosten, die aus einem solchen Neubaugebiet entstehen, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Und deshalb ist ein Projekt in diesem Frankfurter Bogen auch die Förderung von Kindertagesstätten, um den Kommunen hier einen Schritt entgegenzukommen. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag, Sie werden sehen, auch darüber nachgedacht, wie werden wir mit dem KFA in dieser Frage umgehen. Auch da gibt es Diskussionen oder Möglichkeiten, sozusagen Anreize zu schaffen für diejenigen, die sich der Verantwortung stellen und Wohnraum schaffen, und andere, die sich zurücklehnen und sagen, wir bleiben, so wie es Herr Schalaus gesagt hat, hier soll alles so bleiben, wie es ist. Deshalb glaube ich, dass der Frankfurter Bogen ein Instrument ist, wie wir Wohnungsbau weiter induzieren können, wie wir die Kommunen motivieren können, Flächen zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht das alleine mögliche und das einzige Instrument, das wir brauchen. Ganz im Gegenteil, wir haben auch weitere. Wir haben die Sozialwohnraumförderung. In dem Jahr, im vergangenen Jahr, sind 768 neue Wohnungen entstanden, über 500 neue Belegungsrechte. Also wir wollen diese Instrumente breit anwenden. Und Herr Kollege Lenders hat das Thema BOH angesprochen. Da sehen wir, dass wir in dem Tempo nicht weitergekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben seit 2017. Auch daran müssen wir denken, daran müssen wir rangehen, müssen das verbessern, müssen es dem Markt öffnen, müssen es breiter aufstellen. Das ist ein Punkt, den wir uns ebenfalls mitbewerben. Aber Frankfurter Bogen, das will ich an der Stelle deutlich machen, ist ein Schritt zu auf die Kommunen. Die brauchen wir in dieser Frage des Wohnungsbaus. Und deshalb ist es das richtige Instrument. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Heiko Kasseckert. Spricht jetzt Herr Staatsminister Al-Wazir. Wirtschaftsminister Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wohnen ist die soziale Frage unserer Tage. Das galt, als wir den großen Frankfurter Bogen auf den Weg gebracht haben. Und das gilt auch jetzt, nach einem Jahr Corona-Pandemie vielleicht umso mehr. Es ist ein existenzielles Thema, das viele Menschen bewegt. Und genau deshalb steht es ganz oben auf der Agenda dieser Landesregierung. Und das ist auch richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir stellen Rekordmittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Aber die Bauleitplanung ist der Kern der kommunalen Selbstverwaltung. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, Kommunen dazu zu ermutigen, an dieser Stelle aktiv zu werden. Und genau das ist die Grundidee des großen Frankfurter Bogens, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die hat sich nach einem guten Jahr als ausdrücklich richtig erwiesen. Und ich will das vielleicht an dieser Stelle sagen. Ja, wir reden über Jahrzehnte. Natürlich reden wir über Jahrzehnte, Herr Lenders. Ich glaube, als der Riedberg in Frankfurt in Idee entstand, war Martin Wenz Planungsdezernent. Das war Anfang der 90er Jahre. Und es ist letztes Jahr das letzte Haus dort gebaut worden. Natürlich reden wir über lange Planungszeiten in dieser Frage. Aber die spannende Frage ist, ganz ehrlich, wird am Ende aus einer Idee, die vielleicht so da ist, wirklich etwas Konkretes, und was können wir dafür tun, es zu beschleunigen? Und das genau ist die Idee hinter dem großen Frankfurter Bogen, und das war sehr erfolgreich. Und wenn ich das einmal sagen darf, Herr Lenders, wenn Sie nach 17 Monaten, nachdem ich das hier vorgestellt habe, wo Sie sich am Anfang darüber lustig gemacht haben, jetzt das zum Titel einer Aktuellen Stunde machen und die Ausweitung fordern, dann kann es ja so schlecht nicht gewesen sein. Aber bitte sehr. Und na klar, es hat sich logischerweise herausgestellt, dass die Situation in den Kommunen ziemlich unterschiedlich ist. Das ist so. Manche sind überhaupt erst durch die Tatsache, dass wir ihnen die Partnerschaft angeboten haben, intern in die Diskussion gegangen, was sie denn noch für Innenentwicklungspotenziale haben, und fangen jetzt an zu diskutieren. Andere haben die Chance genutzt und Projekte, die sie schon, wenn man so will, in der Schublade hatte, jetzt an dieser Stelle über Fördermittel wirklich in Gang zu bringen. Und natürlich gibt es da jeweils eine unterschiedliche Diskussion vor Ort. Na klar. Und da muss ich an dieser Stelle sagen, wenn Sie sagen, irgendjemand vor Ort war dagegen und ist im Land dafür,
gucke ich einmal in die Runde und sage, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ganz ehrlich. Also da kann ich Ihnen sagen, genau da, der Ex-Bürgermeister von Steinbach ruft dazwischen. Genau Sie habe ich im Kopf gehabt, Herr Dr. Naas, wenn es um die Frage geht, Blick auf Frankfurt. Aber das ist in jeder Partei so. In Offenbach, Biber, Waldhof West gibt es ein Projekt, da fördern wir mit dem großen Frankfurter Bogen den Baulanddialog. Der Widerstand gegen die dort geplanten Sozialwohnungen kommt, wenn ich das mal so sagen darf, aus dem Herzen der Biberer Sozialdemokratie. Ich würde das der SPD im Land niemals vorwerfen. Ich sage Ihnen nur an dieser Stelle, wenn sich die jeweiligen Diskussionen vor Ort anschauen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und deswegen. Wir zielen auf eine nachhaltige Weiterentwicklung der Kommunen, ein möglichst infrastrukturnahes Wachstum von innen heraus, neue Flächen nahe der Schienenhaltepunkte, bereits versiegelte Flächen im Innenbereich. Und ja, wir denken die Mobilität von Anfang an mit. Weil ich habe Ihnen das vom Riedberg erzählt, dass am Ende Leute da 10 Jahre schon gewohnt haben, und danach die Schienenanbindung kam, dass wir jetzt beispielsweise im Europaviertel in Frankfurt die Situation haben, dass die U-Bahn jetzt im Bau ist und die Anwohner jetzt gegen den Baulärm sozusagen sich rechtlich wehren. Eigentlich müsste es andersrum sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erst die Schiene und dann das Wohnbaugebiet. Und genau das mitzudenken, wie kann man das kritisieren? Ich verstehe es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich will etwas Positives an dieser Stelle erwähnen. Herr Lenders, Sie haben am Ende auch vom Radius 20 Kilometer gesprochen. Nein, wir reden eben nicht mehr vom Radius Kilometer. Wir reden vom Radius Minuten. Und das ist ein Riesenunterschied, weil das am Ende bedeutet, dass man sozusagen, wir werben für ein Neubaugebiet Rossbach vor der Höhe mit dem Argument nahe zur A5-Abfahrt, weil das am Ende eben nicht mehr funktioniert, weil am Ende Bad Nauheim dabei ist, aber Rossbach nicht, weil Bad Nauheim eben eine Regionalexpressanbindung von 17 Minuten hat. Das ist sozusagen, die Leute gucken ja nicht, wie viele Kilometer sind, sondern gucken, wie lange brauche ich. Und das genau ist das Neue. Und das ist ausdrücklich richtig. Und dass am Ende die Leute in Rossbach und in Seligenstadt und sonst wo sich Gedanken machen, können wir vielleicht die Schienenanbindung besser machen und schneller machen, das ist genau ein positiver Nebeneffekt, den wir intendiert haben. Ich kriege sonst immer nur Briefe, wo bleibt meine Umgehungsstraße. Seit 17 Monaten kriege ich Briefe, wie geht es eigentlich mit der Schienenanbindung weiter. Und das ist doch gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir Mobilität im Ballungsraum Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Letzter Punkt, Herr Präsident. Wir haben insgesamt im Förderjahr 2020 28 Millionen € für die große Frankfurter Bogenkommunen bereitgestellt, 18 Millionen € davon alleine für Investitionen in erforderliche Infrastruktur für neue Quartiere, Grünfläche oder Kitas. Unterm Strich bedeutet das die Chance für 1.353 Familien bzw. Haushalte mehr, ein bezahlbares Zuhause zu schaffen. Und wir sind in vielen anderen Bereichen dabei. Und unsere Förderung endet auch nicht an der Grenze des großen Frankfurter Bogens. Niemandem anderen wird etwas weggenommen. Wir fördern das. Aber natürlich müssen wir schauen, ob die neuen Wohnungen eigentlich da entstehen, wo der Bedarf am größten ist. Wenn eine Landesregierung das nicht tun würde, dann würde sie ihren Job falsch machen. Das haben wir nicht vor. Wir wollen ihn richtig machen. Deswegen werden wir da genauso weiterarbeiten, wie wir das begonnen haben. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Herr Kollege Lenders hat das Wort für 1,5 Minuten. Herr Staatsminister, ich finde es schon immer seltsam, dass Sie dann mich zitieren aus vergangenen Diskussionen und sagen, ich hätte das Projekt lächerlich gemacht. Ich glaube nicht, dass es meine Art ist, irgendwelche Projekte lächerlich zu machen. Aber dass Sie Frankfurter Kranz, also gut, wenn das Ihnen schon als lächerlich gilt, dann also vielleicht sollte man da nicht ganz so mimosenhaft sein, sondern Kritik, die hier von der Opposition kommt, da noch mal hinnehmen. Also es ist, da muss man einfach mal sagen, dass Sie das einfach nicht akzeptieren, dass man in der Sache auch mal kritisch mit Ihnen umgeht und dass es nicht jedes Mal eine Majestätsbeleidigung ist. Meine Damen und Herren,
Wenn Sie in der Sache von mir aus auch Schiene ernst machen wollen und das in den Zusammenhang bringen wollen mit dem Wohnungsbau, dann empfehle ich Ihnen, über die Planungsbeschleunigung einmal nachzudenken, wie das der Bund heute auch schon macht, und zwar das Modell Maßnahmengesetz. Dann geben Sie dem Parlament, der ersten Volksvertretung, auch das Instrument in die Hand, zu sagen, das sind jetzt Maßnahmen, die sind jetzt so vordringlich, und ich glaube, das ist der Wohnungsbau, dass wir hier als Parlament entscheiden, welche Infrastrukturmaßnahme wir brauchen, um wirklich mal vor den Bedarf zu kommen, wirklich mal um dieses Problem Europaviertel, und dann bauen wir die U-Bahn. Dann lassen Sie uns gemeinsam über solch ein Maßnahmengesetz mal nachdenken, dass wir die Infrastruktur über die Planungsbeschleunigung mal in Gang setzen können und dann dem Problem Wohnungsbau auch gemeinsam etwas entgegensetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde, Top 85, auch erledigt.